ich bin verwirrt gewesen. Das haben wir angezeigt, dass Berry der Glückliche und so das Live-Video gestartet hat. Also ich habe es falsch gelesen. Okay. Guten Tag, Gabriel. Hi, Jazzy. Dann starten wir direkt mal wieder. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin gerade schockiert. Warum? Weil, ja, so schnell ging es noch nie, dass ein Gast von uns hier ist. Also, 24 Uhr gesagt. Applaus. Danke. Also, jetzt bin ich gar nicht bereit. Oh Gott. Nee, aber wir sind ja schon 15 Leute. Ja. Ja, dann frage ich mal die erste Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Wie geht es dir? Was für eine überraschende Frage, da muss ich mal nachdenken. Meine Lieblingsantwort ist ja immer, geht dich gar nichts an, aber... Bitte, bitte braucht die Antwort das einzige Mal, nur einmal heute. Nein, mir geht's gut, mir geht's sehr gut sogar, besonders jetzt in diesem Moment. Okay, das freut mich, das freut mich. Wie ist dein Name? Geht dich gar nichts an. Ja, Moment, ich muss noch schnell das vorbereiten. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen direkt. Es sind nämlich sehr viele Fragen gekommen heute. Zu sehr vielen verschiedenen Bereichen, weil du halt überall tätig bist, gefühlt. Aber wir müssen natürlich mit Wrestling beginnen. Und die erste Frage war, wie hat deine Faszination fürs Wrestling begonnen? Okay, also dann müssen wir ganz weit zurückgehen, weil ich bin ja schon uralt. Und 2015. Vor, oh Gott, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall war ich 10 Jahre alt und da hat die Faszination begonnen. Ich habe so ein Wrestling-Buch gefunden, es war so ein Schülerkalender und den habe ich mir tatsächlich vor kurzem auf eBay ersteigert und habe den jetzt zu Hause, also nicht das Original, ist ja klar, weil das gibt's nicht mehr, aber das von damals. Und ja, da habe ich zum ersten Mal, bin ich da mit Wrestling in Kontakt getreten und habe mir dann so ein paar Kämpfe angeguckt. Ich habe damals aber WCW geschaut und ich habe das geliebt. Okay. Ja, das ist, ich wusste gar nicht. Hallo Lilly, danke schön für dein Kompliment. Finde ich auch, gell? Ja, es ist ungewohnt, die schwarzen Haare. Ich weiß, aber das war auch nur, weil wir hier einen Lockdown hatten. Und, oder ja, mittlerweile nicht mehr. Also Friseure sind wieder auf, aber und ich kann es nicht so selber machen. Also ich kann schon, aber dann sieht es halt nicht so cool aus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Mache ich meine Haare kaputt und probiere es selber mit dem Pink? Oder gehe ich radikal und probiere halt dann mal dunkel. Also es ist tatsächlich kein Schwarz, sondern ein dunkelbraun, aber es ist extrem dunkel, ja. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja. Kurze Frage, was ist deine natürliche Haarfarbe? Ich rechne mit blond, oder? Nee, gar nicht. Nee. Also tatsächlich so wie du. Also was ist das? Also man sagt, glaube ich, aschbraun dazu, gell? Was aschbraun. Wir haben. Ja, also so wie du. Ja, so ein ganz leichter, rötlicher Touch ist da drin. Okay, gute Haarfarbe in diesem Fall. Ja, ich habe etwas auf deiner Seite rumgestolpert und alles und ich habe gesehen, du hast deine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel gemacht und gleichzeitig deine Wrestling-Karriere gestartet. Das ist eine Frage von mir. Wie hast du beides unter einen Hut gebracht? Weil als ich in meine Ausbildung begonnen habe, habe ich noch Fußball gespielt. Glaubt man jetzt nicht mehr, aber und ich hatte keine Zeit, da noch Fußball zu spielen. Wie hast du das geschafft? Naja, also als junger Mensch habe ich auch irgendwie noch sehr viel Energie gehabt. Ich meine, ich war da so 17, 18, 19. In dem Zeitraum habe ich ja meine Ausbildung gemacht und habe auch das Wrestling begonnen. Und ja, also es gab nur ein Problem. Und es war, die fanden es ein bisschen uncool, wenn ich mit blauen Augen immer zur Arbeit gekommen bin. Als Verkäuferin sitzt ja dann auch an der Kasse. Und ich hatte auch mal so ein, ja, das war echt uncool. Es gab mal so einen Moment, also es gab mehrere Momente leider und ich wurde dann leider auch nicht übernommen, weil halt das zu oft vorgekommen ist. Und zwar habe ich ja einmal Crash-Test-Dummy spielen müssen und lag dann so auf der Matte und die Jungs und Mädels haben Somersault Leg Drop probiert. Und weißt du dann, also Somersault und dann aber mit Leg Drop. Ja.
Naja, und einer der etwas stärkeren Jungs ist halt direkt auf mein Gesicht gelandet und war natürlich eisblau, rot und blau und blutig. Und dann musste ich halt den nächsten Tag zur Arbeit und waren die waren so sauer auf mich. Also es war schon echt eine schwere Zeit und immer ganz viel Make-up. Und einmal hatte ich ja diesen blöden Crash mit der Hetzesa. Also ich bin hochgesprungen auf die Hetzesa, auf Vesna rauf. Vesna ist zusammengebrochen und ich war aber schon auf dem Weg nach unten. Also bin ich mit dem ganzen Gesicht auf der Matte entlang geschürft. Und dann auch das ganze Gesicht aufgeschürft gehabt. Und es war dann tatsächlich mein Chef auch zu viel, den habe ich nur noch zusammengeschissen. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Also ich habe tatsächlich meine Ausbildung auch mit einer guten Note gemacht. Hatte letztens sogar nochmal nachgeschaut und es war tatsächlich eine 1,5. Ja. Sehr gut. Und das immer mit einem kaputten Gesicht anscheinend, so wie Ja. es klingt. Aber Ich denke mal, musstest wenn du du da was willst, denn? dann schaffst du das auch. Also man schafft es schon beides unter. Ich meine, ich mache es ja jetzt auch. Also bei mir ist immer wirklich übelst viel Struggle. Ich meine, jetzt zum Beispiel zur Zeit muss ich halt aufgrund von Corona muss ich ja auch einen Job haben, also einen normalen Job. Aber trotzdem renne ich ja meinen Traum hinterher. Zum Beispiel jetzt bin ich gerade in Berlin. Hi Tim. Ja, ich bin gerade in Berlin und musste mir halt mal 2 Wochen jetzt freischaufeln, damit ich diese Dreharbeiten hier machen kann, wo mein Chef natürlich auch nicht begeistert ist, weißt du. Aber dafür mache ich halt dann andere Sachen. Ich springe halt laufend ein für Leute, die krank sind, weißt du, oder mache Überstunden. Und da muss man halt echt sich ein bisschen beim Chef einschleimen, damit man dann auch wieder ein paar Pluspunkte bekommt. Ja, und du hast jetzt gerade gesagt, du hast einen anderen Job annehmen müssen. Was magst du denn? Das war auch eine Frage, was du Ja nehmen möchtest. klar, also ich habe halt jetzt die ganze Zeit immer im Security-Bereich gearbeitet. Ich liebe Security-Arbeit, aber leider ist unsere Firma ja bankrott gegangen. Ja, Und gut. jetzt bin ich halt Verkäuferin in der Tankstelle. Okay. Das Und mache ich schon dieses voll Mal. lange und ich mag das da und das ist die einzige Tankstelle in meinem Dorf, wo ich wohne. Und genau, Ja, und tatsächlich dieses wieder Mal Spaß. hast du nicht blaue Augen. Diesmal nicht, aber ja, ich bin jetzt gerade auch nicht so aktiv. Ja, aber ich mache Ja. immer ganz viele verschiedene Jobs. Also gerade suche ich auch wieder was Neues, weil mir wird es auch immer so schnell langweilig. Weißt du, ich bin jetzt wieder ein Jahr da und mir wird so schnell langweilig und ja, ich brauche Ja. Abwechslung. Deswegen bin ich ja Wrestlerin geworden, weil ich mal hier bin, dann mal da bin, weißt du? Hey, Victor von Fashion and Fitness. Peace! Ja gut, es gibt aber keinen abwechslungsreicheren Job als Wrestler, denke ich mal. Das war wirklich überall. Also, da kommen Schauspieler, das ist wir auch total, an. was ich jetzt mache, ja. Ja. Eine Frage, die kam, ist, wie bist du auf den Namen Alpha Female gekommen und auf Jazzy? Okay, Jazzy war zuerst da. Und zwar Ja. Jazzy habe ich mir tatsächlich mit 13 gegeben, selber gegeben. Und zwar, das war halt so, ich mag ja meinen richtigen Namen nicht. Also das ist so, das passt so gar nicht zu mir, gell? Und dann eines Tages saßen meine be zwei besten Freundinnen und ich, wir saßen da so. Also wie gesagt, wir waren 13, so kleine Teenage-Mädchen. Und wir sitzen und dann kamen so süße Jungs auf uns zu. Und dann haben wir so, oh, wir dürfen nicht unsere echten Namen sagen. Komm, wir denken uns schnell welche aus. Und dann habe ich halt Jazzy genommen, weil von Tic Tac Toe damals, da hieß die eine ja auch Jazzy. Und es ist dabei geblieben. Also dann habe ich nie wieder den Namen abgelegt, weil der einfach gepasst hat. Also seit 13 bin ich Jazzy. Ja. Und Alpha Female war auch eine lustige Geschichte. Und zwar habe ich ja bei der GWF damals angefangen und die haben mich ja dann Jazzy B genannt. Und als ich mich dann von der GWF getrennt habe, haben die zu mir gesagt, oh, du darfst dich aber nicht mehr Jazzy B nennen. Und ich so, oh. Und dann haben wir halt einen neuen Namen gesucht und dann war ich dann so zu Hause. Warte, einer fragt, was mein richtiger Name ist. Ja. Nein, es ist nicht Jessica, also überhaupt nicht. Mein richtiger Name ist Marie. Ich bin eine Marie. Naja, anyway, und genau. Und dann saß ich zu Hause und ich war ja mit einem anderen Wrestler zusammen und der war dann auf Tour, der war unterwegs und dann hat er zu den Mädels so gesagt, oh, meine Freundin Jessie, die sitzt jetzt zu Hause und sie ist voll eifersüchtig, was gar nicht stimmt. Aber jedenfalls haben die dann gesagt so, hä? Wieso eifersüchtig? Sie ist doch die Alpha Female. Und dann so, wow, das ist der Name, den nehmen wir. Das ist ein guter Name. Ist ja ja. eigentlich nur ein Name, also eigentlich gibt es ja die Bezeichnung in dem Sinne ja gar nicht, aber ich habe es halt zu meinem Namen gemacht. Also ich meine, der Name ist
weltweit bekannt, würde ich sagen. Und Und hat es gut gab immer funktioniert. wieder Mädels, die sich so nennen wollten, was sie jetzt vor kurzem Raquel oder so heißt sie doch, oder? Von WWE NXT. Sagt so, oh, I'm the Alpha Female. Und dann alle meine Fans, no bitch, they're the real one. Das ist voll geil. Wie alle meine Fans wirklich darauf gestoßen sind, auch immer so meine Bilder dann gepostet haben und gesagt haben, nein, das hier ist Alpha Female. Ja, dazu gibt es eine Frage auch mit Alpha. Die fand ich sehr lustig. Gibt es aktuell einen Alpha-Male? Aber das war Oh. gedacht. Nein, tatsächlich gibt es kein Alpha-Male. Gab es auch schon sehr, sehr lange nicht. Also, ja, sagen wir mal so, man hat hier und da, weißt du, so Ja. Geliebte, aber so einen richtigen. Aber das liegt auch wahrscheinlich auch wieder an meiner Persönlichkeit, die so schnell gelangweilt wird und einer reicht halt nicht. Ja. Na gut, Ja, was soll man machen? während Corona ist es etwas schwieriger, in dem Das Fall. stimmt, also das ist brutal, also wirklich, richtig brutal, ja. Yes. Ja, kommen wir aufs Wrestling zurück. Ja. Die Frage kam auch, wer waren deine ersten Trainer? Meine ersten Trainer waren Ahmed Scheer und Crazy Sexy Mike von der GWF. Okay. Crazy Sexy Mike hatten wir vorletzte Woche hier, oder? Vorletzte Ja, Woche, okay, cool. das ist ein guter Trainer für den Anfang, also definitiv. Und ja, wenn wir bei Corona bleiben, wie trainierst du während Corona? Kannst du? Oh, gar nicht. Also gar nicht. Also meine Arme, oh, wenn du das hier siehst, es ist Katastrophe. Also ich muss unbedingt trainieren und ich will auch unbedingt wieder. Ich habe auch zu Hause hier und da ein paar Sachen gemacht. Da habe mir eine Kettlebell besorgt, aber es ist nicht dasselbe. Also guck mal, alleine beim Beinpressen brauche ich ja meine 250 Kilo. Wo willst du das zu Hause machen? Klar, ich kann jetzt hier mir mein Auto, weißt du, so mal hochpressen oder so mit den Beinen, aber es ist nicht dasselbe. Ich brauche echt mein Gym. Echt, für mich ist es auch so, das ist so eine Routine, weißt du, du gehst in die Küche, du trinkst dein Pre-Workout-Shake, du hörst dir so extreme Mucke an, weißt du, dich so richtig da reinbringt und dann läufst du zum Gym. Und wenn du ja schon so zu Hause bist, so, das ist nicht so dasselbe, keine Ahnung. Also ja, ich trainiere tatsächlich seit über ein Jahr gar nicht mehr. Oh, das, ja. Das Ja, ist das ist, Katastrophe. das kann Ich ich mir fühle mich auch vorstellen. gar nicht mehr wohl in meinem Körper, aber was will man machen? Man soll leise jammern, habe ich gehört. Gut, aber du bekommst immer noch guten Zuspruch über von unseren Fans, wie ich erleben kann. Also, und ja, also. Also sagen wir mal so, ich habe Photoshop entdeckt. Also Im Livestream kannst du mir das irgendwann beibringen. Ich habe es irgendwann sehe ich nötig. mich so auf der Show und dann sagt er. Ja, das muss ich lernen. Das muss ich lernen. Da war doch mal eine Wrestlerin, ich will keine Namen nennen, aber die hatte mal ihre alten Promobilder rumgeschickt und dann hat man sie gebucht und dann sah sie doch nicht so aus, wie sie damals aussah. Ja, gut, das ist, ich glaube, es passiert noch häufiger. Passiert noch häufiger. ja, wenn, das ist vielleicht etwas eine tiefere Frage, passt jetzt vielleicht nicht perfekt, aber es wurde gefragt, hast du in den 2 Jahrzehnten, die du jetzt schon im Wrestling aktiv bist, hast du mal bereut, Wrestlerin geworden zu sein? Ach, tagtäglich, Leute. Also, ich bin echt, das ist so, aber bei mir ist es so eine Seinsfrage. Also natürlich auch, wo das dann mit WWE und alles zu Ende war und dann Corona anfing, da war das echt eine krasse Seinsfrage. Habe ich alles richtig gemacht? Hat sich das überhaupt gelohnt, Wrestler zu werden? Warum habe ich das gemacht? So, weißt du? Das ist Wasser natürlich. Vielleicht Bei auch mir auch. Wodka, wer weiß. ja, es war eine Seinsfrage und natürlich, ich kann mich erinnern, mit 25 habe ich mich gefragt, soll ich aufhören, soll ich weitermachen, weil ich ja dann noch nicht in der WWE war. Dann war es mit 30 auch nochmal eine Frage, ey, was mache ich hier überhaupt? Weil mit 30 erinnere ich mich noch, bin ich nach England ausgewandert und habe wieder auf die falschen Leute gehört und war dann an meinem Geburtstag in einem Lagerhaus mit Ratten zusammen und auf einer richtig schäbigen Matratze. Und dann dachte ich mir, was machst du hier überhaupt? Und dann natürlich immer wieder die Fragen, weißt du? Und ja, halt zuletzt natürlich die ganze Seinsfrage mit NXT UK, weißt du, wo das alles passiert ist. Und da dachte ich mir so, wow, krass. Aber zufälligerweise ist es auch ein Schweizer, ehemaliger Wrestler, Stefan Schwitter. Kennst du bestimmt von den Helvetic Warriors? Ja. Er ist ja Life Coach und damals
also ich weiß gar nicht, wann es war, aber das war gleich so 2012 in dem Dreh rum, habe ich mal mit ihnen ein Gespräch gehabt und dann meinte er zu mir, und das könnt ihr euch ja selber alle jetzt mal so fragen. Also ich wollte ja, wie gesagt, immer Wrestlerin werden, wollte immer in der WWE sein, aber damals, 2012, war es halt noch nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn ich dir heute sagen würde, dass du das und das erlebt hast, aber du halt nicht bei der WWE bist, wärst du dann trotzdem Wrestlerin gewesen? Und ich so, nee, natürlich nicht. Und was ist das denn für eine Frage? Auf gar keinen Fall, weil ich ja nicht bei der WWE bin. Und ich habe so viele Schmerzen und kein Geld verdient. Warum? So, weißt du? Und dann hat er aber mein Gedanke geändert. Dann meint er, ja, aber Jesse, guck mal, du warst in Japan. Du hast TNA gemacht. Du hast Filme und Fernsehen und keine Ahnung. Du hast so viele Freunde kennengelernt durch Wrestling. Willst du das alles aufgeben wollen? Und dann war ich so, wow, man, nein, Mann. Ich meine, vielleicht ist einfach die Reise mehr wert als das Ziel. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht ist die Reise, müssen wir einfach alles einzeln so, ja, genießen. Ich meine, ich war in Afrika, weißt du? Ich war in Japan, ich war in Südkorea wegen Wrestling, weißt du? Ich habe keinen Cent für diese ganzen Reisen ausgegeben, weil die Promoter alles gezahlt haben, weißt du? Und ich habe so tolle Menschen kennengelernt, weißt du? Auch coole Kämpfe gehabt, klar, natürlich. Muss man einfach so sagen, es ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne hätte. Ich wäre jetzt gerne bei der WWE und wäre Millionär, weißt du? Aber trotzdem ist es ja nicht, dass es alles umsonst war. Es war ja trotzdem eine wunderschöne Reise. Ja, das sehr schön gesagt. Was du jetzt gerade erwähnt hast, Afrika. Du hast in Afrika gewrestelt. Ja, Wo? in Südafrika für WWPW. So. mit Shanna habe ich da ein Match gehabt und es war cool. Da war Brodus Clay war da und Joe Legend und ein paar coole Typen und es war echt cool. Und vor allen Dingen, oh Mann, es war so aufregend. Und zwar hatten wir, eine Freundin und ich hatten gesagt, dass wir auf jeden Fall da ins Meer springen. Ist uns egal. Und dann mussten wir aber zur Show und haben nur Autogrammstunden gehabt und so, hatten eigentlich keine Zeit, in dieses Meer zu springen. Und dann sind wir um Mitternacht nach Hause gekommen und dann haben wir gesagt, hey, wir haben uns doch eigentlich geschworen, dass wir da ins Meer. Und dann sagt sie, komm, wir gehen. Und dann sind wir da mitten in der Nacht ins Meer reingesprungen. Das war so witzig. Eben, wie gesagt, das sind die Erinnerungen, die man ohne Wrestling wahrscheinlich nie Ist gemacht so. Ja, oder man hätte halt was anderes machen müssen. Man hätte halt irgendwie einen Scheißjob vielleicht Geld verdienen müssen. Weißt du, ich merke zum Beispiel heute, also ich bin gerade dabei, einen Film zu drehen. Und ich war heute in der hätte. Maske, weißt du? Und da haben die Mädels mich als Wrestling gefragt und die haben ja nichts damit zu tun. Und ganz ehrlich, ich bin ehrlich, manchmal so, also besonders in der letzten Zeit, so bin ich sehr traurig wegen der ganzen Situation. Und da ist mir so, dachte ich so, oh, ich will nie wieder in den Ring, weißt du? Aber wie gesagt, die hat mich dann heute gefragt und mein Herz ist wieder so aufgegangen. Ich habe es geliebt, darüber zu erzählen und die waren dann so neugierig und dann sagen sie, ja, und wie macht ihr das und das? Und ich so, ja, das ist so und so, weißt du? Und habe halt wieder so den Funken bekommen, so. Da dachte ich, Mann, ich liebe Wrestling zu sehr, weißt du? Ey, ich liebe diesen blöden Sport. Ja, du hast einen Film erwähnt. Also darfst du darüber reden? Weil da habe ich jetzt. Natürlich leider nicht, aber es wird geil und es ist und was echt Großes. Also ich war jetzt echt 5 Monate dran, dieses Casting zu machen. Also ich musste dann immer Videos hinschicken und es wird vor allen Dingen auch eine Sprechrolle. Oh, ich bin so aufgeregt und die haben mich jetzt genommen und vor allen Dingen, das war auch so eine lustige Situation. Und zwar haben die halt einen bestimmten Typ gesucht, gell? Und dann war es nur noch 2 Leute, also ich und eine andere Frau. Und dann haben sie gesagt, ich soll nach Berlin kommen und halt den Produzenten kennenlernen. Und dann war ich dann da und dann hieß es, ah, der Produzent kann nicht kommen, ist zu spät und hier und da. Und ich so, oh, wenn er mich noch einmal live erleben würde, dann weißt du, dann wüsste er sofort, ich bin's. Und es gab so eine Türszene, wo ich halt eine Tür aufmache und sage, hey, kommt rein. Aber jetzt wussten die vom Team nicht, wie möchte der Producer das? Möchte er das sexy haben? Möchte er das so hardcore haben? Und dann musste ich halt ein paar Mal so die Szene machen und die haben es aufgenommen. Und dann ich so, hey, komm rein, weißt du, oder? Hey, komm rein. Und dann kam halt die Szene, wo ich sexy mache. Gell? Ich mache die Tür auf. Hey. Und dann steht er halt da vor der Tür und ich so, oh nein. Und dann, ja, weiß nicht, dann hat er das eigentlich schon fast sofort gesagt, du bist es, du kriegst die Rolle. Und am nächsten Tag haben sie mich angerufen und gesagt, Vertrag kommt. Das freut mich, das freut mich. Ich hoffe auch, dass wir den Film dann bald mal sehen dürfen. Ja, also ich meine, wir müssen ihn erstmal drehen. Also bei mir geht's nächste Woche los und dann dauert es ungefähr 3 Monate. Bis Juni haben die gesagt, filmen die, genau. Und
Da muss es ja alles wahrscheinlich bearbeitet werden. Dann denke ich mal, ich kenne mich nicht so aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann erst nächstes Jahr rauskommt. Okay. Ich werde mir das nächste Jahr dick im Kalender markieren, damit ich das Ja, danach sehen kann. glaub, ich meine, du kennst mich ja mittlerweile. Wenn ich was mache, dann mache ich mal übelst viel Werbung dafür und ich bin dann so voll die Marketingmaschine. Also ihr werdet es auf keinen Fall missen können. Okay, da freue ich mich drauf. Also da kam eine Frage von ProWrestling.at. Gibst du 10% deiner Lebensfreude und positiven Energie ab? Hättest du ja noch 100% davon. Ah, oh, wie süß. Ja, dann kehren wir noch etwas zurück, weil sonst wären wir nie fertig mit den Fragen. Tut mir leid. Wer ist für dich aktuell die beste Wrestlerin im TV und im Indie-Wrestling? Das ist immer so eine schwere Frage und ich mag die Frage auch nicht, wer ist Beste, weil ich meine, wir sind ja kein MMA-Sport oder so, wo es wirklich Competition ist oder so. Und Beste ist für jeden was anderes. Zum Beispiel der eine mag den Technical Wrestler, weißt du, der andere mag mehr den Show Wrestler. Also ist Beste zu sagen immer super schwer. Aber ich kann sagen, wen ich am meisten genieße. Aber wir reden von den Frauen, gell? Ja, von den Männern Also, sonst auch. okay, also mein All-Time-Favorite und ich würde sie so gerne mal kämpfen und ich finde sie einfach absolut krass und alle müssen sie auschecken, ist Mayu Satomura. Also die ist ja jetzt bei NXT UK untergekommen und ey Leute, ich kann euch nur sagen, vom Herzen und von Backstage und auch von im Ring und so, sie ist immer 100% und sie ist so unglaublich toll. Also kann ich echt nur empfehlen. Wen mag ich denn noch? Ich finde so Ivelisse und so cool, weißt du, so, ich liebe halt echt so Leute mit Charakter und Leute, die halt vielleicht, ja, nicht so gut bei manchen ankommen, weil sie vielleicht auch mal Backstage-Heat haben oder so, aber einfach, weil sie ein Charakter ist, weißt du, sie schleimt sich halt nicht bei den Leuten ein und manchmal muss man halt auch mal die Wahrheit sagen, weißt du, und so bin ich halt auch und ich habe auch ein bisschen meinen Ruf weg, dass ich nicht ganz einfach bin, aber du musst halt auch manchmal auf den Tisch hauen und sagen, nee, du, darauf habe ich jetzt keine Lust und nee, ich will nicht, dass du mich um 0 Uhr auf dem Bahnhof absetzt, weißt du, weil im Endeffekt, ich bin Mensch, ich bin Frau und da kann so viele Sachen passieren, weißt du, und dann macht man sich mal unbeliebt. Und ich glaube, Ivelisse ist halt auch eine, die lässt nicht alles mit sich machen. Genauso wie, ach, weiß nicht, da sind ganz viele. Thunder Rosa finde ich total toll. Die ist auch so eine, die sich nichts sagen lässt, aber halt auch total abliefert im Ring, weißt du? Also die wirklich Talent haben, aber nicht unbedingt jetzt im Fernsehen sind. Aber wahrscheinlich halt deswegen, weil man sich immer, wenn du ins Fernsehen bist, weißt du, zu WWE willst oder AEW oder so, du musst halt immer Freunde haben. Und das finde ich ein Ja. bisschen so kompliziert. Das zählt wirklich nicht, bist du die Beste, bist du der Beste, sondern mit wem bist du befreundet. Und deswegen ist es immer ein bisschen so hardcore. Von WWE, wen finde ich da am besten gerade? Gute Frage. Ich gucke nicht so viel WWE, muss ich sagen, weil mich das ein bisschen langweilt und ich natürlich auch herzgebrochen bin. Aber natürlich Asuka ist mein absoluter Favorit. Kairi Sane, aber sie ist ja jetzt leider weg. Io Shirai, weil ich auch einfach viel mit ihr gearbeitet habe. Und ja. Okay. Ja, ich muss ehrlich sein, bei der WWE kenne ich praktisch niemanden mehr, weil es interessiert mich auch nicht mehr so. Auch wenn die Frauendivision dort ist, sehr, sehr gut. Das würde ich gerne zu AEW rübernehmen und dann ist perfekt. Ja. Und was muss man als Frau mitbringen, wenn man ins Wrestling einsteigen will, erfolgreich sein will? Das ist ja ein schweres Business, vor allem für Frauen. Naja, mittlerweile nicht mehr. Also als ich damals angefangen habe vor 20 Jahren, war es halt auch was ganz anderes und es war super schwer und du hast halt auch super schnell deinen Ruf weg gehabt, weißt du? Aber heutzutage finde ich das tatsächlich schon viel leichter als Frau also voranzukommen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du nur einigermaßen sportlich bist, was halt das Problem auch zum Beispiel in Deutschland ganz oft war, die Mädels waren halt nie so, zum Beispiel guck dir nur Stephanie Mays an, weißt du, die hat einen Background und die arbeitet hart, weißt du, deswegen kriegt sie auch Respekt von den Leuten und eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, weißt du, bei Vesna, Blue, Nikita und mir war das selbstverständlich, dass wir hart arbeiten und deswegen, glaube ich, sind wir auch so weit gekommen, da haben wir uns nicht so ausgeruht und gesagt so, oh, mein Fingernägel ist abgebrochen, sondern hey, wir haben Gas gegeben, weißt du, wir haben genauso viele Liegestütze und Push-Ups gemacht wie die Jungs und deswegen, ich glaube, wenn du wirklich zeigst, dass du im Business bist, weil du eine sportliche Leistung bringen willst, kommst du sehr schnell voran. Oder halt, wenn du zeigst, dass du einfach nur da sein willst und Spaß haben willst, dann weiß ich nicht. Dann ist es schon wieder so kritisch, weißt du? Und dann sehen die Jungs dich leider auch anders. Und ich meine, so hart muss man sagen, es ist immer noch ein
Männersport, weißt du, ob es jetzt MMA oder Wrestling oder irgendwie Kampfsport ist, ja leider sehr männlich dominiert. Und deswegen Ja. musst du als Frau ein bisschen noch drauf achten, dass du halt wirklich im Ring kannst du sexy sein und alles so, aber weißt du, Backstage wirklich, Stephanie würde 50% der Männer Winde weich drücken. Ja, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt, weißt du, aber es geht einfach darum, dass du halt, ja, respektvoll halt zeigst und wirklich sportliche Leistung bringen willst. Und dann kommst du, glaube ich, als Frau bei WWE oder hier in Deutschland oder generell in der Welt ziemlich weit voran. Ja, das ist so. Wir haben sehr, sehr viele gute Frauen bei uns gehabt. Und ich, ja, es ist manchmal schade, wenn man noch so Kommentare hört, aber definitiv. Ich hoffe, es wird noch in dem Fall, wenn es nicht mehr so schlimm ist wie früher. Die nächste Frage muss ich etwas umformulieren, weil du hast ge gerade gesagt, du hast nicht gerne Bestes oder so. In dem Fall ist es das, was war dein erinnerungswürdigstes Match? Einfach generell in deiner Karriere oder ein Match? Wie? Mein eigenes Match? Ja, ein eigenes Match von dir, ja. Ja, also da kann ich ganz klar sagen, mein Match in Japan mit dieser Nanae Takahashi, wo 2 Jahre ungeschlagen war und ich eine irgendwie so 2 Wochen vorher mit ihren 30 Minuten Battle hatte und diesmal halt in der Korakuen Hall. Das war das erste Mal, dass ich dahin darf. Also für die Leute, die es nicht wissen, dieser Halle ist was übelst Besonderes. Also da will jeder Wrestler einfach mal gewrestelt haben. Und es war ein Titelkampf und ich wusste ja schon, dass ich stark bin. Und es war echt krass. Und dieser Kampf war echt übelst hart. Und wir wurden auch hier, also Zähne sind hier rausgeflogen, meine Lippe war halt und Trommelfell war geplatzt an den Abend. Und ich wusste, ich habe jetzt gerade Geschichte geschrieben, als ich dann gewonnen habe. Und diese Fotos gingen dann echt um die Welt. Und da ist übrigens auch eine lustige Geschichte dabei, weil das erst vor kurzem war. Und zwar, ich habe hier diese Alpha-Female-Frisur, gell? Und normalerweise mache ich mal ganz normales Haarspray ran. Und als ich ja nach Japan bin, hatte ich ja dieses 30-Minuten-Match, gell? Und ich war ja auch so extrem außer Shape, weil ich halt in England nicht so cool gelebt habe. Und so jedenfalls waren dann aber nach diesem 30-Minuten-Match meine Haare überall so. Und ich sah richtig, richtig schlimm aus. Ich sah so schlimm aus, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich habe mich so geschämt. Und dann waren ja diese Fotos überall. Und dann dachte ich, okay, für dieses Titel-Match, das will ich nicht haben. Also ich weiß, das wird eine harte Battle, sie wird mir viel an den Haaren ziehen und da musste eine besondere Lösung her. Und diese besondere Lösung war, ich habe Kleber benutzt. Ich habe Teppichkleber benutzt statt Haarspray. Und diese Haare, die saßen bombenfest. Ja, Mann. Aber es war Gott sei Dank nicht so hardcore wie bei dieser einen Amerikanerin, die sich Gorilla Glue in die Haare gemacht hat. Also ich Oh brauchte ja. kein Bad danach. Aber diese Haare haben echt 5 Matches ausgehalten. Ja, wie hast du den Kleber wieder Ich habe keine Ahnung, also ich habe ganz, ganz viel Haarwäsche und ich glaube auch Nagellackentferner und was nicht alles. Das war nicht cool. Aber es hat den Zweck erfüllt. Ich sah nach meinem Match brillant aus. Okay, ja, zu Japan ein paar Fragen. Du hast ja, ich habe auf deiner Website gelesen, Hauke, du warst die erste Europäerin, die einen Titel in Japan gewonnen hat. Ja, erstens mal Glückwunsch dazu. Etwas verspätet, aber trotzdem. Und die Frage war, was für Unterschiede gibt es zwischen europäischem und japanischem Wrestling? Und das erkläre ich auch voll gerne. Es gibt ja, glaube ich, 4 verschiedene Arten von Wrestling. Also einmal gibt es das amerikanische, das kennen wir alle, Hulk Hogan, Undertaker, super viel Show, ein bisschen Wrestling. Also es ist ja eigentlich so, dass sie mehr quatschen. Dann gibt es das mexikanische Wrestling, wo die halt die Masken haben und die fliegen sehr viel und machen sehr viele Sprungrollen, weißt du, machen ganz viele Highspots. Und dann gibt es das japanische Wrestling, da ist ganz wenig Show, aber ganz viel Action, also ganz viel harter Kampf und sehr wenig Show. Also die Mädels haben zwar so ein richtig coole, glitzernde Outfits an und so, aber jetzt vom Intrance und vom Rumgeschrei und so ist es eher weniger. Und in Europa gibt es ja auch eine Art von Wrestling. Und zwar haben wir ja das technische Wrestling. Und das liebe ich auch, dass dann die Amerikaner und die Japaner, die kommen alle hier nach Europa, spezifisch nach England oder damals halt zum Schützenplatz, sind die alle hierher gekommen. Die wollten alle von uns Europäern lernen, wie wir diese ganzen Griffe und so machen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, es gibt einen Unterschied, glaube ich, zwischen Amerika und Mexiko. Da wird irgendwie auch die Seite ist gewechselt.
Ja, genau, das auch noch, genau. Das habe ich schon vergessen. Und in Frankreich tatsächlich sind die auch auf der anderen Seite. Ich nenne es immer die falsche Seite, weil mich das total verwirrt, wenn die meine Arme auf der anderen Seite sind. Aber mittlerweile, ich schwöre es dir, jetzt ist ja schon über ein Jahr vergangen. Ich wüsste selber nicht mal, wo man eigentlich den Wristlock ansetzt. Ich habe alles verlernt. Ja, ich nehme an, das ist wie Fahrradfahren. Wenn man es nie Okay, gemacht wenn du hat, hätte sagst. man sofort. Nicht, dass ich Ahnung davon hätte, aber ich hoffe es mal. Und ja, du hast ja Japan erwähnt. Was war die größte Zuschauermenge, vor der du je aufgetreten bist? War das beim Titelmatch dort oder an einem Nee, anderen? aber okay, in Japan war es tatsächlich nicht die Größe. Also für MMA in Japan hatte ich 22.000 Zuschauer, das war sehr heftig. Aber wrestlingmäßig war, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern mit TNA Wembley, wie viel da waren, aber das meiste, was ich mich erinnern kann, war in Spanien, da hatten wir 10.000 Fans. Zehn Genau. Fans. 10.000, es war heftig, es war so brutal geil. Also es gibt noch ein Match, das hatte ich, Wessner gegen mich war das, und das gibt es noch auf YouTube irgendwo. Und es ist mein Lieblingsmatch, aber leider, leider ist die Qualität sehr schlecht. Aber du hörst wirklich, ich war hier an dem Tag, wie die Fans, yeah, boo, oder wenn ich gecovert habe und dann Kickout, yeah, so ist, die sind richtig mitgegangen. Das war richtig heftig. Ja, Spanien war richtig on fire. Das schreibe ich mir direkt mal auf. Unbedingt. Also Wrestling mit 10.000 Fans in Spanien. Das ist eine Kombination, die ich nie in meinem Leben erwartet habe zu hören. Jo, ich habe in Spanien ja auch meinen ersten Titel gewonnen, gell? Meinen ersten Wrestling-Titel. Und da gibt's auch eine lustige Geschichte dazu. Und zwar, weil dieser Titel ja so heilig für mich. Ich wollte, dass kein Mensch den anfasst, nur ich, weil ich ja jetzt mein erster. Und übrigens, war auch kein schöner. Also ich habe den zu Hause, der ist aus Plastik, also der ist noch nicht mehr schön. Aber weißt du, damals, 2010, das war so das Geilste, so jedenfalls. Die Zuschauer, also der Rang, wo man halt zum Ring gegangen, war sehr eng. Also die konnten nicht an allen Seiten so berühren. So. Also es war sehr enger Gang, gell? Und wie gesagt, es waren sehr viele Fans. Also ich glaube, also wir hatten drei Shows und alle drei war jeweils 10.000 Zuschauer. Es war schon richtig heftig. Jedenfalls habe ich halt gewonnen und heb so den Gürtel hoch, weil ich ja nicht will, dass die Fans den anfassen, und laufe halt durch die Menge. Naja, was passiert ist, diese dummen Fans, sorry, dass ich sage, aber diese Fans, die haben doch alle meine Brüste gekrapscht, so, Oh weißt du? nein. Und ich so, oh no! Und so, weißt du, den Titel so raus, haben die alle den Titel angefasst. Ich so, aber besser als sie meine Brüste anfassen. Okay. Ich werde es nie vergessen, was soll das, Mann? Dieser Moment der Realisation. So, die fassen nicht meinen Titel an. Oh Gott, nein, das habe ich gemacht. Nein. Das funktioniert nicht, verdammt. Aber so richtig, die haben richtig hardcore zugefasst, Mann. Ach du. Die Fans sind seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Kann ich dir zustimmen, die dummen Fans? Ja, ich weiß nicht, wie ich von hier einen Übergang machen kann. Martial Arts. Was würdest du gerne mit diesen Fans machen? Nee. Wie schwer war die Umstellung von Wrestling zu MMA? Schwer, schwer. Also vor allen Dingen im Training, wo ich die Kicks lernen musste. Ich hasse ja Kicks, weil Kicks tun ja nicht nur deinen Gegner weh, die tun dir ja auch selber weh. Weil wenn ein Schienbein gegen irgendwas kommt, das tut einfach weh. Und ich habe jedes Mal beim Sparring diese Fake-Wrestling-Kicks gemacht. Weißt du? Ich habe immer mein Bein geschlagen oder so getan, und mich drehte. Und dann haben auch haben dann halt meine Leute, die mit mir trainiert, gesagt, ich sage so, Jess, kannst du mal bitte damit aufhören? Kannst du mal treten so? Und ich so, es ging mir gar nicht mal, dass ich denen weh tue. Es ging echt so, mein eigenes Bein tut weh. So. Was soll das, weißt du? Und dann natürlich war auch eine Hemmung. Also obwohl, die ging eigentlich mit den anderen Leuten schlagen. Das ging so. So. Aber mein Kopf, zum Beispiel bei meinem ersten Kampf in Berlin da, wo ich den hatte, mein Kopf konnte nicht umschalten. Also ich war da auf dem Weg zum Käfig, und ich wusste, also mein Kopf wusste schon, dass es jetzt wehtun wird und dass es echt ist, und hier geht es echt um sehr, sehr viel, weil die Versagensangst war größer als die Angst, mir weh zu tun oder so. Also für mich war im Hintergrund die ganze Zeit, hey, meine ganzen Wrestling-Haters gucken jetzt alle zu, weil wir sind ja auch live gewesen, gucken jetzt alle zu und wollen ja sehen, wie ich aufs Maul kriege. Das war mir bewusst, weißt du? Und das hat mir mehr
wehgetan sozusagen und wollte ich unbedingt überwinden und deswegen wollte ich unbedingt gewinnen, weißt du? Mir ging es nicht um Gewinn selber, sondern halt, dass ich den Hatern nicht diese Zufriedenheit gebe, dass sie mich dann, weißt du, dann, dass sie das so feiern. Naja, jedenfalls, und dann konnte mein Kopf einfach nicht reingehen in die Situation, dass es jetzt knallen wird. Und dann geht der Ring zu, der Ringrichter fragt, are you ready? Und in meinem Kopf so, nein! Aber ging ja los. Und dann ist sie auf mich zugerannt und boxt auf mich ein. Das hat so wehgetan. Das hat so wehgetan. Das kannst du nicht glauben. Aber ich bin ja, also ich kenne mich aus mit Einstecken. Also habe ich einfach nur abgewartet. Ich war dann hier so, sie boxt auf mich ein und ich denke mir so, boah, gleich kann sie nicht mehr, gleich kann sie nicht mehr. Und das war ja dann auch so. Sie hat dann Gott sei Dank keine Luft mehr gehabt. Und dann konnte ich dann zurückschlagen. Aber ich weiß auch von meinem ersten Kampf zu meinem zweiten Kampf, dass ich da auch die Schlagpower verbessert habe. Weil im ersten Kampf, ich konnte einfach nicht so richtig hart zuschlagen. Weißt du, es ging einfach nicht, weil ich halt 20 Jahre Wrestling mache und wir ja immer diesen Abstand machen, weißt du, weil wir schlagen uns ja nicht so ins Gesicht. Und das war schon schwer, weißt du, das da reinzukriegen. Aber ich glaube auch dann wieder andersrum. Also die Mädels danach, die mit mir kämpfen mussten, die haben mir dann öfters mal gesagt, ja, du bist ziemlich stiff geworden. Also dass es ziemlich weh tut, mit mir zu kämpfen. Ah, ist halt so, ne? Aber keine Kicks. Keine Kicks. Keine Kicks, nein. Da kam eine Frage von Lilly. Was hältst du von Ronda Rousey? Vorbild, Kollegin, Konkurrenz? Oh, Ronda Rousey, ja, Das ist auch so eine Frage, gell? Also ich finde es cool, dass sie halt so viel gemacht hat, dass sie auch so viel für Frauensport generell gemacht hat. Aber menschlich gesehen, weiß nicht, ich versuche ja die Menschen nicht nach ihrer Leistung, weißt du, sondern so, ich versuche mal so menschlich ein bisschen, also da bin ich ein bisschen so. Und ich finde es halt sehr schade. Ich meine, zum Beispiel ihre Mutter hat sie halt gepusht. Nehmen wir mal an, meine Mutter hätte mich gepusht. Weißt du, wie weit wäre ich gekommen? Und vor allen Dingen, was würde ich mit dem Geld machen, was ich verdient habe? Ich meine, lass uns mal wirklich drauf gucken, was Ronda Rousey hat. Die hat ein paar Millionen auf dem Konto. Aber was macht sie damit? Weißt du, was ich meine? Also ich sehe nicht, dass sie irgendwie Charity-Aktionen macht oder dass sie irgendwelche Leute hilft, dass die auch coole Kämpfer werden. Weißt du, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so ein paar Millionen auf dem Konto hätte, ich würde so eine Schule aufmachen und dann so Mädels, weißt du, so, denen würde ich dann so Kampfsport beibringen, dass sie halt so selbstbewusst auf der Straße sind oder so. Oder generell halt irgendwie was für die Zukunft machen, weißt du? Weil du kannst ja nicht einfach nur nehmen, weißt du, und sie hat ja viel bekommen. Also sie hat ja sehr viel Unterstützung bekommen. Alle haben sie gefeiert, sie hat viele Titel gehabt. Klar, ihr Absturz war da ein bisschen doof und da hast du aber dann auch ihren Charakter gesehen, weißt du, weil den konnte sie damit nicht umgehen. Und ja, weiß nicht. Also ich gucke sie schon ab und zu mal so auf. Ja, was macht sie da auf Instagram an? Ich sehe, dass sie diese Computerspiele spielt, aber für mich persönlich wäre das kein Leben, weißt du, wenn du so viele Möglichkeiten hast, aber du dein Leben einfach nur dahin lebst, weißt du, für dich selber, weißt du? Was bringt es, dass du jetzt so Computerspiele spielst? Okay, ein paar Leute sind ein paar Stunden so unterhalten, aber das ist ja nichts Nachhaltiges, weißt du? Und dafür bin ich schon ein bisschen so enttäuscht, weißt du? Aber Okay. keine Ahnung, ist ja nicht mein Leben, ist ihr Leben, aber für mich wäre sie auf keinen Fall ein Vorbild. Okay. Ja. Ja, jeder sieht das anders. Ich Ja. gar nicht mit ihr befasst. Ich weiß nur, was sie ist. Sie könnte mich zerstören. Also, ich sage nichts gegen sie. Ja. Aber du hast gesagt, es hat sehr wehgetan im MMA. Was war denn deine schwerste Verletzung? Passierte das im MMA oder im Wrestling selber? Oder? Also schwerste Verletzung war ja definitiv meine Nackenverletzung, aber die ist ja, glaube ich, gekommen durch diese ganzen Sachen mit Wrestling und alles und so. Also ich denke, das war so ein langwieriger Prozess. Aber ja, einmal beim Wrestling 2008 in Marburg bei der GSW hätte ich fast mein Auge verloren. Das war schon ziemlich heftig. Ich habe beim MMA in Japan habe ich eine fiese Gehirnerschütterung bekommen. Die habe ich dann auch, da weiß ich noch, da war ich ein Match von euch dann bei SWE, war ich dann. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich gekämpft habe. Aber auf jeden Fall habe ich nochmal Blackouts gehabt. Und da habe ich echt Schiss gehabt. Also das hatte ich ja vorher nie. Ich habe ja nie irgendwas vergessen. Und dann auf einmal so Blackouts. Und dann weiß ich noch, das war bei euch im Ring, ich habe halt wieder so ein Blackout gehabt. Und dann beuge ich mich so nach unten. Und dann frage ich, hey, was kommt denn jetzt? Und das nächste, was gekommen wäre, war halt so ein Kick in meinem Gesicht. Und der kam dann auch. Und ich so, ah, ja, das war als nächstes. Danke. Aber ja, Gehirnerschütterungen sind schon echt eine fiese Sache, so, weißt du, wenn du das Blackout bekommst. Hi! Jesse, ich habe ja immer bei unseren Livestreams immer so einen kurzen Run-in und erzähle ein paar Erinnerungen von früher. Und du hast jetzt gerade da dieses ominöse Match angesprochen. Das war gegen Nadja Safaya aus England. Ah, okay. Oh,
vorher noch bei Lilly und ihrer Mutter in der Ja. medizinische Zentrum in Untersuchung warst und als du bei uns schon angereist bist, du dich eigentlich kaum bewegen konntest. Das Ja. war schon sehr, sehr übel. Also Ja, das. so ein richtig mieser Hexenschuss war das, gell? Das werde ich nie vergessen. Was ich aber noch erzählen möchte, was mir immer in Erinnerung bleibt, ich weiß, wir hatten mal einen Abend, ich glaube, das war nach No Sanctuary, als wir zum ersten Mal auch Angelico hatte, den wir nächste Woche übrigens haben im Livestream. Stimmt. Du hast bei uns hinterher übernachtet. Chris Cohen war noch, glaube ich, dabei. Kovac war dabei. Ich glaube, Micha und Tina waren noch dabei aus Esslingen, deine Freunde. Und wir haben natürlich hinterher noch ein bisschen zusammengesessen, getagt und es ist dann auch das ein oder andere Glas Alkohol geflossen. Und Also bei mir nicht. du hast unsere Gin-Sammlung gesehen und hast gesagt, kann man das? Du verstehst das überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, willst du mal einen probieren? Und du hast dich dann letztendlich getraut und hast einen Gin Tonic getrunken. Und ich weiß, noch keine 3 Tage später hast du mir geschrieben über WhatsApp, dass du dir schon den ersten Gin und den ersten Tonic selbst gekauft hast und du jetzt nicht. Ja, und mittlerweile habe ich 10 Flaschen zu Hause. Deine Schuld. Das bleibt mir ewig in Erinnerung. Ja, Gin ist geil. Gin ist der Beste. Ich habe 10 verschiedene Flaschen Gin zu Hause und oh, voll der Lover Das ist doch geworden. super. Ich mache hier Randale gerade. Ja. Ich hoffe, mein Laptop explodiert nicht. Ja. Okay, dann kommt noch unser Ja. zweiter Running Gag. Wir stoßen immer noch auf unseren Gast an. Ja. Tschüssi auf dich. Vielen Dass Dank. es sehr, Auf sehr euch. gleich für dich weitergeht, auch mit Sirius. Ja. Tschüss. Bis dann. Ja. Ich hoffe mal, ganz kurz, Steffen hat gerade mein Glas Wasser in meinem Laptop ausgegeben. Ich hoffe, er explodiert nicht. Falls ich bald nicht mehr da bin, weißt du warum. Okay. Nee, sollte passen. Ja, so. Es ist alles wieder okay, hoffe ich mal. Ja, wo waren wir? Bleiben wir bei der SW. Da kamen natürlich ein paar Fragen. Das Erste, ja, okay, ich weiß, es ist eine beste Frage wieder, aber was ist deine beste oder lustigste Erinnerung an die SW? Die besten Geschichten sind ja alle Backstage gekommen und darüber darf man ja leider nicht reden, aber ich hatte legendäre, und ich weiß nicht, ob Stefan noch da ist, ich hatte legendäre Abende mit MVP. Es war immer cool, wenn er da war und ja. Aber im Ring, lass mich überlegen, da waren so viele coole Sachen, aber weißt du, was auch immer witzig ist? Ich kann mich immer nicht erinnern, gegen wen ich gekämpft habe, aber warte mal, Audrey war auf jeden Fall da. Audrey war immer cool. Audrey habe ich echt coole Kämpfe gehabt. Laura Wellings war auch paar richtig nice Kämpfe. Also ich kann mich echt nur an tolle Kämpfe bei euch erinnern. So, also, Genau. aber ja, mich erinnern wirklich, also ja, die Geschichte, die er gerade erzählt hat, wo ich gerade losfahren wollte. Ich wollte noch schnell mein Bett machen, weißt du, weil ich habe so einen kleinen Tick. Bevor ich irgendwo hinfahre, mache ich noch mal so richtig krass meine Wohnung sauber, weil hat auch einen total verrückten Hintergrund, weil ich immer Angst habe, dass ich nicht wieder zurückkomme. Weißt du, weil irgendwas passiert oder so und wenn dann die Leute hinter mir dann aufräumen müssen, meine Sachen beseitigen müssen, dann sollen die nicht denken, dass ich so ein Schweinchen war oder so, weißt du? Und jedenfalls habe ich dann halt mein Bett machen wollen und dann lehne ich mich nach vorne und und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und dann bin ich aber trotzdem, weil ich bin nämlich der Meinung, egal wie schlecht sie, wenn du nicht gerade tot bist, dann gehst du trotzdem zur Show. Ich verstehe niemanden, der eine No-Show macht. Also wirklich, ich hatte zum Beispiel in Frankreich mal eine Show, ey, ich musste hier und es kam da raus, es kam an allen Seiten raus und ich habe trotzdem mein Match gemacht. Weißt du, was ich meine? Also das ist wirklich. Und so ging es mir halt dann auch mit der SWE. Ich hatte diesen übelsten Schmerz, also wirklich, ich hatte so Schmerzen. Dann bin ich halt dahin und so, oh, tut mir leid. Und dann hat die liebe Lilly und ihre Mama haben sich dann richtig süß um mich gekümmert. Und dann habe ich den Kampf ja trotzdem gemacht. Also, naja, war ja nicht wirklich ein Kampf. Also die arme Nadja Safwan, die hat mir so leid getan. Und wir haben ja auch eigentlich ein Rematch versprochen. Ja, also ich darf nicht retiren, bevor ich mit ihr das Rematch hatte, weil wir haben es ihr versprochen und versprochen ist versprochen, gell? Das stimmt, ja. Ja, die Backstage-Sachen sind die besten bei der SW. Ja. Ihr wisst. ja, Moment.
Ich bin gerade etwas verwirrt hier. Ja, was bedeutet dir die Aufnahme in die SW Hall of Fame? Das war auch eine richtig schöne Angelegenheit. Also das war echt süß. Und für mich persönlich war es zu früh, weil ich, aber vielleicht war es auch gerade richtig, weißt du, weil ich fühle mich ja nicht so, dass ich bereit bin, schon irgendwie, weißt du, dass ich was Besonderes geleistet habe oder dass ich halt bereit bin, die Fackel abzugeben, wie immer viele sagen. Aber vielleicht habt ihr auch alle recht und es ist schon längst die Zeit. Aber auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit zu Hause so ein, weißt du, ich habe so ein Zimmer, wo halt lauter Pokale und so sind. Und da ist halt dann auch diese Trophäe, diese Auszeichnung. Und da gucke ich voll oft drauf und freue mich jedes Mal. Und dann komme ich so in Gedanken und freue mich echt, dass ich das erleben durfte und dass ich halt dabei bin. Und ich hoffe, als ihr so gesagt habt, dass ihr aufhören wollt, da war ich echt traurig. Und ich habe echt, also ich hoffe, dass ihr weitermacht, weil da gehören noch ganz, ganz viele rein in die SWE Hall of Fame. Oh ja, definitiv. Ja, ja, wir hoffen mal, wir schauen, ob wir mal weitermachen können. Kommt auch etwas auf Corona an und alles. Aber ja, klar. Bin ich ja genauso. Also gerade, also wenn ich jetzt morgen dürfte, wäre es ein bisschen schwer, muss ich echt zugeben. Aber wenn jetzt noch ein paar Monate Zeit sind und wir nochmal uns alle sammeln dürfen und dann glaube ich, dann wird es so. Und ich glaube, die Leute würden uns auch übelst unterstützen, weil sie jetzt sehen, wie viel Wrestling bedeutet, wie viel es wert ist ohne Wrestling, weißt du? Also, dass sie dann sagen, hey, eigentlich wären wir lieber da. Und ich glaube, doch, wir beide, du und wir müssen alle mitmachen. Wir müssen weitermachen. Wir können nicht jetzt aufgeben. Und wir haben auch immer, guck mal, wir haben so viele schöne Erinnerungen und ihr habt jetzt so viele Leute im Interview gehabt und alle sagen, wie toll das bei euch war. Und das kann man nicht einfach, weißt du, das kannst du nicht so kampflos aufgeben. Klar, ich meine, ich bin jetzt noch kein Promoter, aber ich weiß jetzt ein bisschen schon mehr so, weil ich ja letztes Jahr meine Show machen wollte. Und ich verstehe, wie verdammt schwer das ist. Also wirklich, ich kann manchmal die Frustration ja nachvollziehen, weißt du? Aber ich denke, trotzdem macht es irgendwie Spaß, weißt du? Also ich glaube, Frustration ist da, aber ich glaube, der, was dabei rauskommt und so, ist trotzdem ein bisschen größer. Und wenn es nur minimal ist, aber es ist ein bisschen größer, dass es sich dann im Endeffekt lohnt, weiterzumachen. Ja, also für mich war es immer so, wir haben, der Weg zur Show ist so unfassbar stressig. Aber wenn eine gute Show gezeigt hat, ich meine, Steffen kann da ein Buch darüber schreiben, aber wenn die Show fertig ist und die Fans gehen zufrieden nach Hause, es gibt kein besseres Gefühl als das. Mhm. Was halt so unglaublich stressig ist, ist, wenn du wirklich, also ihr habt es ja ein bisschen anders wie ich, aber ich glaube, so fern sind wir gar nicht. Aber meine Show wirklich, also ich mache ganz viel auf diesen bestimmten Wrestler. Also ich brauche diesen einen Wrestler, weißt du, zum Beispiel Slammerella, nehmen wir die jetzt mal. Ich baue da ein Entrance für, ich mache ein bis drumherum Konzept, weißt du, ich buche dann so Tänzerinnen, die Luftballons in die Lüfte schmeißen, weißt du, und bestelle Popcorn, das dann in die Zuschauer reingeworfen wird, weißt du, alles nur, um ihren Auftritt perfekt zu machen. Wenn jetzt aber Slammerella mich 2 Wochen vorher anruft und sagt so, du, ich bin krank, dann, weißt du, dann so, wow. Und ich bin dann tatsächlich so eine, die sagen würde, ja, okay, dann suche ich mir ein anderes Mädchen, die dich aber spielt. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das ist ja nicht so leicht. Und dementsprechend, ich verstehe die Frustration. Ich hatte das echt gehabt, wo 3 verschiedene Leute gesagt haben, oh, du, wir haben es angenommen, wir können doch nicht kommen, so, weißt du. Oder irgendjemand hat Beziehungsprobleme gehabt, so, ah, wenn sie kommt, kann ich nicht kommen, so, weißt du. Und ich so, wow, Mann, Leute, was geht? Seid doch einfach froh, dass ihr dabei sein dürft, weißt du. Ja, ja, da frage ich jetzt auch etwas dazu, weil da kam leider keine Frage, aber wie gesagt, ich habe jetzt recherchiert. Und Sirius Sports Entertainment. Erstens mal, ich finde das Konzept richtig klasse. Danke, dass du es erklärt hast, weil ich habe es gelesen und gedacht, okay, was genau ist das? Aber ja, eine etwas kleinere Sache, aber die du auch machst, da ist da Promostar, heißt es, glaube ich. Mhm. Ich finde das Konzept so klasse. Ich finde das so gut, so interessant. Und auch sonst, ja, du hast ja die Show schon 2-mal verschieben müssen, habe ich. Und ja, ich hoffe, es wird am 20.02.2022 wird stattfinden, hoffe ich mal. Aber weißt du, wo ich damals, also im Dezember, habe ich das ja angekündigt, dass wir es übernächstes Jahr machen werden. Wie die Leute so geschockiert waren, die sagen so, bist du verrückt und nächstes Jahr. Aber irgendwie, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass wir 2021, dass es noch lange geht. Und ich glaube, dieses Jahr wird auch keine Veranstaltung passieren.
weißt du? Also gar keine, also weder noch irgendwas. Und deswegen, ich glaube, vielleicht, ich zweifle noch, dass wir es im Februar 2022 machen können, aber es ist realistischer als dieses Jahr. Ja, also ich bin der Meinung, es könnten Veranstaltungen stattfinden, aber nicht so wie eine Wrestling-Show sein sollte. So mit Abstand, mit den Fans und so, das ist auch nicht das Gleiche. Ja, oder auch, weißt du, dann wird sehr großer Aufwand betrieben. So, sagen wir mal, nehmen wir mal an, es dürfen nur Geimpfte sein, weißt du? Wie willst du das denn, weißt du, wie, also gerade bei mir, also ihr habt ja auch, glaube ich, mit Reservationen, aber bei mir dürfen halt 800 Leute in die Show, aber nur halt mit Ticket. Bei mir gibt es kein Rumstehen oder so. Und jeder hat seinen Platz. Aber die können die ja online kaufen, die Tickets. Woher weiß ich denn, dass sie alle geimpft sind? Weißt du, wer kontrolliert das? Wie viele Leute muss ich da extra haben? Wie viel wird mich das extra kosten? Meine Show ist jetzt schon unglaublich teuer. Weißt du, was ich meine? Deswegen würde sich das dann lohnen im Endeffekt, weißt du, weil du willst ja nicht eine Show machen und dann vielleicht noch draufzahlen oder gar nichts raus haben, weißt du, weil das kann ja auch nicht das Ziel sein. Ja, es ist schwierig und ja, man hat auch keine Planungssicherheit. Ich glaube, Ja. Lass 2020. uns was Schönes wieder reden. Ja. Okay, Moment, das nächste, was könnte. Oh, Moment, ich muss was Schönes finden. Okay, Moment, ich werfe eine andere Frage in den Raum, bevor ich zur WW komme. Welches war dein erstes Tattoo? Ja, mein erstes Tattoo, ob du es mir glaubst oder nicht, das habe ich tatsächlich schon mit 13 bekommen. Ja, mein Vater war ein bisschen und der ist mit mir in den Tattoo-Laden gegangen und es ist tatsächlich unter dem, also es wurde, das hier wurde gecovert und Ja. zwar habe ich ein Tattoo gehabt, das war so ein kleines Om-Zeichen, das war damals in der Bravo drin, das weiß ich noch und der hat mir halt die Bravo hingelegt und da waren so kleine so Tattoo-Sticker drin. Sagt er, ja, welches willst du? Und ich so, oh, das ist so, hast du keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich das tätowiert bekommen. Und dann natürlich Jahre später, so, es wurde dann immer verwischter, weil du wächst ja auch noch mit 13. Und dann sah das so doof aus. Und dann haben dann auch die Jungs immer so lustige, also halt so Witze drüber gemacht. Und dann habe ich das mit einer Fee drüber gemacht, weil mit 18 habe ich dann die Fee rüber gemacht und das hat dann noch gepasst. Aber dann bin ich ja die Alpha-Female geworden und dann war eine Fee halt irgendwie uncool, weißt du? Und dann habe ich über die Fee jetzt diesen komischen, ja, Piraten gemacht oder wie man dazu sagt, den Wikinger. Gut, also Fee hätte gepasst bei Alpha Female. Du hättest nur ein zweites E im Namen haben. Ja, das stimmt. Okay. Mitten Bein weg. Eh, das Wasser, sorry. Ja, aber jetzt müssen wir leider trotzdem zur WW kommen. Also leider nicht. So. Leider nicht. Es sind ein paar Fragen gekommen. Die erste Frage ist, wieso hast du einen Vertrag nicht verlängert? Ja, warum habe ich es nicht verlängert? Ganz oft habe ich mich tatsächlich gefragt, warum habe ich den überhaupt unterschrieben? Also ich denke ganz oft wirklich, dass das Mae Young Classic Match, das hätte eigentlich mein einziges Match für WWE sein sollen, weißt du? Super. Aber naja, ich habe den dann unterschrieben, weil mir halt sehr viele Leute gesagt haben, mach das, ist das Beste für dich und hier. Ja, und dann habe ich den unterschrieben und dann war es halt echt doof. Also wirklich mit sehr viel Mobbing und Leute, die versucht haben, mich zu verletzen und also richtig uncool. Also weißt du, ich bin ja nicht beim Wrestling, weil ich Freunde machen will. Das wäre mir jetzt eigentlich egal gewesen, ob die Leute mich da mögen oder nicht. Aber es war dann halt echt auch so weit, dass die Leute im Ring mich verletzen wollten oder sich halt an Absprachen nicht gehalten haben und ich dann extrem doof aussah, weißt du, im Ring. Und dann habe ich gesagt, das ist mir nicht wert. Und dann hatte ich ja noch Udo Lindenberg, mit dem ich ja auf Tour war, 2019. Und dann habe ich dann, als es zu den Vertragsverhandlungen kam, habe ich gefragt, ob ich 2020, nicht wissend, dass es eine Pandemie gibt, habe ich dann gefragt, ob ich dann mit Udo auf Tour gehen darf. Und dann haben die gesagt, ja, sieht schlecht aus. Weil ich denke, sie haben es mir auch einfach nicht gegönnt. Und dann dachte ich mir, in 3 Monaten mit Udo Lindenberg mache ich genauso viel Geld, als ob ich ein Jahr NXT UK mache, weißt du? Und bei Udo habe ich halt extrem viel Spaß gehabt und bei NXT UK halt eben nicht. Und dann habe ich gesagt, na komm. Also ich habe natürlich schon gefragt, also wenn sie jetzt gesagt hätten, okay, du darfst nach Amerika kommen oder du kriegst eine Gehaltserhöhung, weißt du, dann wäre es auch vielleicht noch okay gewesen. Aber die haben zu beiden Nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann lohnt sich das nicht. Ja. Was hast du denn bei Udo Lindenberg auf der Tour gemacht? Weißt du das nicht? Fans. Ja, die wissen das, glaub mir. naja, bei Udo Lindenberg haben wir eine kleine Wrestling-Nummer gemacht. Das war so cool. Und zwar habe ich 5 Tänzerinnen, habe ich Wrestling beigebracht. Okay. Und dann,
Dann haben wir zu einen Song, und zwar hieß der Song Straßenfieber, und da geht es darum, dass die Staatschefs doch selber in den Ring gehen. Das heißt, wir haben dann einen riesengroßen Putin gehabt und einen riesengroßen Trump. Und dann haben wir gesagt, ja, sollen die doch kämpfen. Und dann haben wir halt gemacht, ich war Amerika-Team und die andere war das russische Team. Und dann haben wir eine kleine Wrestling-Einlage gemacht. Und das Lustige war, gell, ich habe ja 2 Wochen mit den Mädels geübt. Also wir haben wirklich Backbombs, sehr hier, bla, dann habe ich eine Choreografie auf die Beine gestellt und die war super. Wir haben so einen Superplex drin gehabt, weißt du, wo alle, also wir waren dann zu sechs Mädels, alle sechs, weißt du, und dann einmal boom. Und dann zeigen wir das den Geldgebern und Udo und wie die alle helfen, weil das waren ja so 5 Leute, die da die Entscheidung hatten. Und dann zeigen wir halt, was wir da zusammen gearbeitet haben, gell? Und dann, wir sind fertig, wir denken, oh, die finden das total cool, gell? Und weißt du, was die Frage war? Dann Was? fragt doch tatsächlich der eine Typ, ja, und wo ist der Stuhlschlag? Und ich so, wie Stuhlschlag? Und so, ja, im Fernsehen, da schlagen die sich auch immer mit dem Stuhl. Und ich so, ja, aber die können die doch nicht mit dem Stuhl schlagen, weißt du? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann diejenige, die den Stuhl laufend abbekommen hat. Okay. War Ja, witzig, auf jeden tut mir Fall. leid, dass ich es nicht gesehen habe und nicht gewusst habe, weil ich verfolge Wrestling. Abgesehen von deswegen nicht, also ich verfolge Wrestling schon, aber ich habe es früher so übertrieben mit Wrestling verfolgt, dass es mir einfach, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. Jetzt schaue ich es mir in dosierten Dosen an, Aber das war Wahnsinn. Wir haben ja. 28 Shows gehabt und alle Shows waren jeweils 15.000 Zuschauer. Das war der absolute Wahnsinn. Ich schreibe mir das auch direkt mal auf. Moment. Ja, wenn du auf mein, ich habe noch einen zweiten Kanal, das wissen ganz wenige. Und zwar hieß der Kanal Jazzy Rana, also Jazzy und dann Rana. Und da mache ich halt nur süße Bilder von mir. Da gibt es halt kein Alpha Female. Da gibt es nur süße Jazzy und Take Me Out Bilder und so. Und da kannst du die ganzen Udo Lindenberg Sachen sehen. Okay, da werde ich reinschauen. Und das Mach. gerade Take Me Out der Band. Jo. Nämlich, du bist ja oft, also wirklich oft eigentlich im Fernsehen. Wie kommst du da hin? Zum Beispiel Take Me Out. Da habe ich. Ja, ich bin halt in so einen Karteien. Also ich habe mich ja schon ganz oft irgendwo beworben und dann bin ich halt in ganz vielen Karteien und da liege ich so als Leiche drin und manche kramen mich dann ab und zu mal auf und rufen mich dann an und sagen, hey, wir haben Lust auf dich. Ja, okay. Also du gehst das nicht auf die Leute zu, sie kommen zu dir und fragen, Ja, hey. mittlerweile schon, Gott sei Dank. Also es gab dieses eine Ding, 5 Gold Rings, da habe ich mich beworben. Also da habe ich mich und Alex Wunder beworben, weil er so, ich finde, dass wir ein richtig cooles Wrestling-Team-Paar sind, weißt du? Und da habe ich mich tatsächlich beworben und ja, da könnt ihr auch bald mal Fernsehen schauen. Werde ich machen. Es gibt so ein paar Shows, da bewerbe ich mich noch, die mir halt so selber sehr gut gefallen, aber es gibt dann auch so einige Shows, die schon wirklich auf mich zukommen. Also es ist dann nicht immer so meine schlechte Idee. Wo ich zum Beispiel jetzt in Italien war, bei Supertalent in Italien, die haben mich auch angerufen. Das ist cool. Und also siehst du dich auch im Fernsehbusiness? Also wenn jetzt mal Wrestling. Also mittlerweile lieber sogar tatsächlich. Und ich sehe es halt immer schon als Arbeit. Weißt du, umso mehr Follower ich habe und umso mehr Fernseharbeit ich bekomme, umso mehr kann ich halt Aufmerksamkeit zu unserem Wrestling bringen. Ich meine, guck dir mal meine Show jetzt an, die ist noch nicht mal stattgefunden, aber ich habe jetzt schon 400 Tickets verkauft, weißt du? Das sind viel mehr wie Leute, die halt als erstes eine Show machen und das ist halt auch nicht, weil die Leute Wrestling mögen, sondern weil sie mich mögen und weil sie sagen, oh, ich kenne die aus Take Me Out, ich will mal sehen, was die macht, weißt du? Und so sehe ich es halt. Also ich würde es auch gerne bei anderen Formaten mitmachen, bin auch in einigen jetzt schon im Gespräch, aber man muss auch dazu sagen, ich bin halt nicht so die typische, weißt du, so Bachelorfrau oder so, oder wie heißen die da, Love Island, da kann ich halt leider alles nicht mitmachen, oder Gott sei Dank, wer weiß, weil ich halt einfach nicht der Typ dazu bin, gell, aber jetzt zum Beispiel die Schauspielrolle, das ist, als ob die für mich geschrieben worden ist, weißt du, und da mache ich halt voll gerne mit, weil, ja, es macht halt auch extrem viel Spaß Gut. und tut nicht so weh wie Wrestling. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, dich in Bachelor zu sehen, das Hätte ich aber voll Bock drauf. Also der jetzige Bachelor, der gefällt mir voll gut. Den finde ich voll süß. gesehen, leider. Aber ich stelle es mir sehr lustig vor. Also einfach Ja. den Kontakt von dir als, ja, als kräftige Frau und dann diese Mädchen.
Eigentlich, also das wär cool. Da würde ich jede Sekunde schauen. Ja. Also, wir sind jetzt eigentlich etwa am Ende. Jetzt wird noch eine Quickfire-Round kommen. Also, ich stelle dir Okay. Fragen, du kannst einfach auswählen zwischen A oder B. Okay. Okay. Die erste Frage, WW oder AEW? Die stellen wir jeder Person. Trotzdem WWE. Facebook oder Instagram? Instagram. Wunschgegner im Ring, lebendig oder verstorben? Das ist aber keine Oder-Frage, da muss ich ja Nein. antworten drauf. Ja, Michael Satomura. Okay. Wrestling in den 90ern oder heute? 90er. Ja. Hulk Hogan, Undertaker, Warrior, Macho Man, hello. Hallo? Okay. Ja, fällt dir nicht mal einer ein, weil es ja keine Stars gibt. Die sind alle gleich. Schäm dich. Ja, machen wir weiter. Ferien in den Bergen oder am Meer? Was war das? Ferien in den Bergen Ach, oder Ferien. Ich weiß gar nicht, was das Wort Ferien bedeutet. Habe ich noch nie gehabt, aber Meer hört sich immer gut an. Stimmt. Bier Also, oder wer mir mal einen Urlaub irgendwie spendieren will, PayPal, Spaß. Wir richten ein Konto ein. Okay. Bier oder Wein? Oder Gin? Oder Gin, dann Gin, 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 Gin. Trish Stratus oder Lita? Oh, beide heiß. Oh. Oh. Trish. Okay. Steffen wirft sich hinter dem Bildschirm direkt vom Stuhl. Er ist großer Fan von Lita. Die ist auch cool, aber ich dachte so sexy time, so ist so, weißt du, besser mit. Naja, du weißt schon. Ja, Indie-Wrestling oder Wrestling im TV? Wrestling im TV. Aktiv im Ring, also würdest du lieber aktiv im Ring sein, ein Trainer oder ein Promoter? Promoter, weil Trainer ist nicht so mein Ding. Okay. Und als letzte Frage, wenn du einen Wunsch, ich weiß, das ist keine Entweder-oder-Frage, aber einen spezifischen Wunsch für Serious Sports Entertainment. Dass wir im Fernsehen sind, dass wir einen geilen Sendeplatz bei ProSieben bekommen, weil ProSieben macht Qualitätsfernsehen, nicht so wie RTL. ja, ein Sendeplatz bei ProSieben zur Primetime um 22:15 Uhr auf ProSieben. Jeden Freitag. Ja, Mann, das wäre geil. Steff Was sagst du? Steffen hat mich gerade informiert, RTL versucht ProSieben aufzukaufen im Moment. Ja, können Sie gerne versuchen. Haben Sie kein Glück. Außerdem ist ProSieben und Sat.1 dasselbe, deswegen, die können ja nicht alle Sender kaufen. Das geht ja gar nicht. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Nein, ich wünsche mir echt, also für alles, nicht nur für Wrestling, ich wünsche mir echt, dass bisschen weniger Trash-TV kommt und wieder mehr Qualitätsfernsehen. Was ich fand zum Beispiel die eine Show ganz cool, dieses Catch, das lief, glaube ich, auf ProSieben oder Sat.1, aber Catch, weißt du, wo die gekämpft, also so gefangen haben, das Gefangenspiel. Ah, Mit ja. Luke Mockridge. Das war so cool aufgezogen. Und wenn sie so Wrestling aufbauen würden, weißt du, so mit wirklich Respekt für die Gegner, Respekt für die sportliche Leistung, weißt du? Und das Ja. wäre doch geil. Weil Ja. wenn du dir mal Ninja Warrior, ich glaube, das ist eigentlich auch noch gut, aber Ninja Warrior ist auch noch in Ordnung. Aber wenn du dann so andere Shows anguckst, wo halt RTL wirklich nur die Leute so verarscht und so, ja, hier dieses, wie hieß denn das mit der Torte da, wo sie die ganzen Promis da so bloßgestellt haben. Ich finde das ein bisschen schade. Natürlich muss es sowas auch geben und es gibt ja auch Leute, die sowas gerne gucken und auch gerne machen. Aber ich wünsche mir mehr Qualitätsfernsehen, weißt du, ohne Mobbing. Weißt du, das Mobbing finde ich so krass, weißt du, da ist wieder viel zu tiefsinnig so. Aber ja, ich wünsche mir mehr Qualitätsfernsehen und dass wir dann da einen großen Platz bekommen und die Wrestler und Wrestlerinnen für ihre Leistungen akzeptiert werden.
Weißt du, ich finde es auch immer wieder so faszinierend, wenn ich Leuten vom Wrestling erzähle. Und mittlerweile, früher habe ich immer K-Fape gehalten und habe gesagt, nee, nee, alles echt und so. Aber mittlerweile sage ich denen. Aber ich meine, es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel, wir machen ein Match aus und ich sage zu dir, hey, bist du okay, wenn ich dir eine Ohrfeige kriege? Dann sagst du ja oder nein, je nachdem. Aber meistens sagt man ja ja, weil man nicht wie ein Weichei aussehen will. Aber das Ding ist, du kriegst dann auch eine Ohrfeige. Das ist ja dann eine echte Ohrfeige. Weil es ist ja dann nicht so, dass ich irgendwie mich zurückhalte, sondern du kriegst ja wirklich dann meine Hand auf dein Gesicht. Was? Ich meine. Und deswegen, ja. Warum machen sie Wrestling so kaputt? Nur weil sie es nicht verstehen, weißt du? Und es ist halt so traurig, weil sie es nicht kapieren. Du hast mir jetzt, glaube ich, direkt die Abschlussfrage ruiniert. Vielen Dank. Also nein, du hast vollkommen recht, vollkommen recht. Aber die letzte Frage ist, die wir jeder Person stellen auch. Wie würdest du Wrestling jemandem erklären, der es noch nie gesehen oder davon gehört hat? Also ich würde mal sagen, es ist eine Live-Show mit Live-Stuntmännern mit einer Geschichte. Also wir erzählen live eine Geschichte mit echten Stuntmännern. Ja. Mit wahren Emotionen. Das sind wahre Worte. Bevor ich dich loslasse, will ich dir aber noch meinen geilen Ausblick zeigen. Also das musst du einfach gesehen haben. Guck dir mal meinen geilen Ausblick an. Warte, ich muss dazu mal das Licht ausmachen, dass du einfach geileren Blick hast. Warte, hier auch aus. Jetzt sind wir ein bisschen romantisch. Guck mal, wie geil das ist. Oh, das sieht ja Welt. Ja. Ich bin ganz oben. Ja, das ist mein Hotel, wo ich jetzt ein paar Tage jetzt bin. Aber es ist so Wahnsinn. Deswegen, ich liebe es zu reisen. Ich liebe mein Leben. Ich liebe alle Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich bereue gar nichts. Egal, ob ich jetzt WWE bin oder nicht. Und ja, ich freue mich, dass ich mit dir heute hier quatschen durfte mit der SW aus der Schweiz. Ja, der Schweiz, ja. Nee, also an diese Aussicht könnte man sich gewöhnen, definitiv. Also. Hey, weißt du was, ich habe so mal all meinen Freunden, ich habe heute verrückte Sprachnachrichten. Der Udo Lindenberg, der wohnt ja in Hamburg im Atlantis. Wieso kann die Jessie Garbert da nicht in Park Inn in Berlin wohnen? Für immer. Gute Frage. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Das ist das ultimative Ziel, im Hotel zu wohnen. Ja, eine Küche brauche ich nicht. Überbewertet. Und alles andere gibt es hier ja. Klar, gibt es Service. Also, klappt schon. Moment. Hast du noch was zu sagen? Ich frage mich gerade. Okay, nein. Ja, ich habe gemeint, Steffen kommt noch mal ins Bild, aber er ist etwas holen gegangen. Nee, in dem Fall. Er ist auf Toilette gegangen. Es war jetzt schon zu lange. Wir haben jetzt zu lange gemacht. Ja. Aber wenn es interessant ist, wenn wir viel zu reden haben, dann ja. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. Auch die Leute, die hier zugucken. Und du stellst es ja jetzt noch online. Ja, würde mich echt freuen, wenn die Leute ein paar Kommentare hinterlassen, ein bisschen Traffic reinziehen. Das sage ich auch immer voll gerne den Leuten. Dass sie wirklich auch kommentieren und liken, weil das bedeutet so viel. Die denken immer, das bedeutet vielleicht nichts, aber das dafür, wenn du zum Beispiel jetzt ein Like runterpackst, also du Fan, wo du das jetzt hier anguckst, dann zeigst du den Algorithmus von Instagram, hey, das ist interessant, weil du das ja geliked hast, und dann zeigt es anderen Leuten auch noch dieses Content. Das heißt, umso mehr Leute es liken, umso mehr Leute sehen das auch. Und wenn du ein riesengroßer Jazzy-Fan bist oder ein SWE-Fan, dann likest du das und sagst vielleicht auch deinen Kumpels, hey, geh doch mal auf die Seite, das würde uns voll helfen. Genau. Und ich muss jetzt ganz, da kam eine Frage, ich weiß nicht, verstehe sie nicht, aber vielleicht verstehst du sie. Wo ist dein Schweizer Tattoo? Ich verstehe das, weil dieser Fan weiß, dass meine Tattoos alle eine Bedeutung haben. Und zwar habe ich von jedem Land, in dem ich gekämpft habe, ein Tattoo. Ah, okay. Und jetzt rate mal, was ich mir tätowiert habe für die Schweiz. Ich habe versucht, praktisch zu denken, dass man wirklich draufkommt, aber auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Okay, dann ist es nicht Schokolade, oder? Es sollte mal Tublarone werden, aber dann dachte ich mir erstens, ist es, es sollte, aber wurde es nicht, weil das wäre dann, Schokolade sieht aus wie so ein Kakao, also das geht ja nicht. Okay, stimmt, ja. Ja, aber es ist was anderes, was sehr berühmt ist für die Schweiz. Das Matterhorn, ein Berg. Nein, dann wäre es zu sehr Mount Fuji gewesen, den ich ja auch schon habe. Ah, okay. Was gibt es denn in der Schweiz noch? Käse?
Nein, es wäre mehr Holland gewesen, Käse. Also komm schon, gleich hast du es. Was hängt mit der Schweiz zusammen? Ich kann ja eine Geschichte dazu sogar erzählen. Und zwar waren wir mal mit Tatanka spazieren. Steffen, Tatanka, Lilly war, glaube ich, auch dabei und ich. Und dann sind wir an einem Geschäft vorbeigegangen. Und dann wollte er dieses, worauf du gerade nicht kommst, kaufen und meinte, oh, die sind ja richtig günstig hier. Und dann gucke ich da rauf und dann hat es mal so 20.000 Euro gekostet. Und er meinte, das ist Ein günstig. Alphorn. Nein. Oh Gott. Komm schon, ihr seid berühmt dafür. Sackmesser? Ein Sackmesser, nein. Ja, der Das Chef, kostet der hoffentlich Chef auch wäre keine so 20.000 Euro. Kuhglocke. Nein. Wird auch geraten. Komm schon, Fans. Jetzt schreibt doch mal bitte einer eine ordentliche Antwort Ah, rein. War das eine die Schweiz? Uhr. Ja, eine Uhr. Danke, Lucien. Danke, Lucien. Und ich habe auch eine, aber eine, ich habe mir eine Sanduhr darauf gemacht. Siehst du Ah, die? Ja, bei mir wurde es eine Sanduhr. Weil ich wollte ja keine, ja genau, eine Rolex hat er gesehen. Wollte ich eine Rolex für 20.000 Euro kaufen. Meinte so, oh, sie ist auch richtig günstig hier. Und ich so, klar. oh Gott. Oh ja, eine Kuckucksuhr hätte es eigentlich auch sein sollen. Oh Mann, ja, eine Kuckucksuhr wäre geil gewesen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Platz, so ist nicht. Ja, das stimmt. Da hätte ich früher raufkommen sollen. Ja, Käse. Aber Und was ist eine verdammte Sackuhr? Das hört sich pervers an. Nee, Sackmesser, Sackmesser. ein Taschenmesser. Ach so. Ja. Okay. Eine Sakur, das ist das nächste der Schweiz. Nee. Beenden wir diesen Stream, bevor er noch mehr eskaliert. Okay. Es ist eine Ehre gewesen. Vielen Dank. Ja, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank und viel Spaß nächste Woche mit Angelico. Stimmt, Angelico kommt nächste Woche. Ja, Ja. du bist besser als ich in dem. Danke vielmals. Macht's gut. Ciao.